In dieser Videoreihe zeige ich den Bau dieses Roboters und die Steuerung über ROS. Der Roboter lässt sich von einem Linux-PC über eine Wi-Fi-Verbindung mit dem Roboter steuern. Das Ganze habe ich von diesem GitHub-Repo von Robin Wolf, Hannes Bornemann und Matthias Fura von der Hochschule Karlsruhe. Deren Repo baut auf dem sechsachsigen Roboter von Lobo CNC auf. Für diesen Roboter haben sie einen neuen Flansch, einen neuen Greifer, neue Leiterplatten und die ROS-Implementierung bereitgestellt. Auch die Dokumentation in dem Repo ist sehr gut und ausführlich. In diesem Teil bauen wir den Roboter weiter bis zur Achse 4. Im vorherigen Teil haben wir bereits die Achsen 1 und 2 gebaut und getestet. Hier wird schon alles etwas kleiner und fummeliger. Auch hier müssen die flachen M3-Muttern wieder mit Sekundenkleber eingeklebt werden. Bei dem Getriebe muss die Reihenfolge des Zusammenbaus eingehalten werden. Und natürlich wieder testen. Je früher ein Fehler entdeckt wird, desto einfacher ist es, ihn zu beheben. Nachdem alles geschmiert ist, kann das Getriebe final zusammengebaut werden. Sicherheitshalber nochmal testen.
Wenn alles funktioniert, kann es an den Roboterarm geschraubt werden. Das nächste Teil dran schrauben und nochmal testen. Das nächste Getriebe wird nochmal kleiner und nerviger. Auch hier werden die flachen M3-Muttern wieder eingeklebt. Dann wird das Zahnrad mit einem Tropfen Sekundenkleber auf den Motor gepresst. Und dann am Arm festgeschraubt. Dann kann das Getriebe auch schon zusammengebaut, geschmiert und natürlich getestet werden.
dann das nächste Element dran und wieder kurz testen. Weil ich hier keine Zylinderkopfschraube in passender Länge gefunden habe, habe ich Senkkopfschrauben mit Unterlagscheiben verwendet, würde ich aber nicht empfehlen. Im nächsten Teil wird der Roboter dann fertig gebaut. Ein großes Dankeschön an meine Schwester für das Einsprechen des Textes.